Es ist alles angerichtet für ein absolutes Topspiel am Kramkow-Weg. Schiedsrichter Henry Wagner wird das Ganze auf dem heiligen Rasen begleiten. Im Duell zwischen Kurslack 9 Gamme und der Concordia geht es um nicht mehr und nicht weniger als um den dritten Platz in der Oberliga. Hamburg, die Gastgeber in den dunklen Trikots unterwegs, die Concordia in Weiß und Rot. Und ich kann so viel versprechen, es wird ein richtig packendes Match. Das muss zu Beginn auch Gästekeeper Latke feststellen, dass das hier keine Einladung zum Kaffeekränzchen ist. Ist hier ein bisschen übermütig und dann direkt die erste Chance für Kurslack. Janel kriegt den Ball nochmal im Rückraum und das ist ein Pass aus dem Bilderbuch und das ist Schubring und das ist das 1:0 für Kurslack. Einstudierter Jubel in Formate Dragon Ball. Und die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Und dieser Pass von Janel, den kann er sich einrahmen. Wunderschön, hebelt da die komplette Abwehr aus. Schubring macht das dann im Stile eines Torjägers. Und natürlich sieht Gästekeeper Latke insgesamt bei der Situation nicht so wirklich gut aus. Aber auch die Concordia spielt mit. Das ist Abrahamian. Abrahamian mit einem Schuss, aber der schnuppert nur am Ausgleich. Gute Aktion allerdings vom Offensivmann. Er nähert sich dem Ausgleich an. Das Spiel aggressiv, das Spiel aufgeladen. Hier sehen wir es, Moklis wird erstmal über die Bande befördert. Aber dann gibt es auch die versöhnliche Geste von Kröner. Alles wieder gut. Nur Kurslack, die waren noch nicht zufrieden mit dieser 1:0-Führung. Die wollten mehr. Schöner Pass in die Tiefe und dann ist es Amin Zadeh, der Ball kullert ins Tor, 2:0, Eigentor durch den Verteidiger der Gäste. Der Dragon Ball Jubel wird nochmal ausgepackt, Kurslack komfortabel mit 2:0 vorne, natürlich auch ein bisschen Pech für die Concordia, die aber dann im Gegenzug kommt und die da Fortuna auf ihrer Seite hat. Das ist wieder Abrahamian und dann steht es plötzlich nur noch 2:1. Der Torriecher ausgepackt. Schöner Schnappschuss und natürlich auch Glück, dass der Ball da genau auf seine Brust prallt und dass dann auch Kurslack ihn nicht mehr von der Linie kratzen kann. Dann dieser lange Ball der Gastgeber, der irgendwie ankommt bei Moklis und der bleibt cool, zumindest cool genug. 3:1 für Kurslack. Hamed Moklis in der 45. Spielminute. Der 2-Tore-Vorsprung wiederhergestellt. Wir sehen es auch hier, da ist viel Können dabei und auch ein bisschen Glück, dass der Ball dann genau vor seine Brust prallt. Man nennt es aber auch Instinkt. Und Instinkt haben auch diese Herren hier, die Verantwortlichen, 3:1 zur Pause. Sie können zufrieden sein. Die ganz Kleinen dürfen auch nochmal ran. Und dann gibt es die zweite Halbzeit, die, so viel kann ich versprechen, auch nochmal Ekstase verursachen wird. Erstmal kommt Kurslack mit diesem Distanzschuss. Latke diesmal zur Stelle. Ein bisschen Slapstick ist auch noch Zeit. Moklis wird da als Stuhl benutzt. Eher unfreiwillig. Aus dem Freistoß resultiert da nichts. Aber Kurslack kommt auch besser aus der Kabine. Hier die nächste Aktion. Das kann das 4:1 sein. Latke macht sich breit. Gute Aktion vom Torwart. Schubring kann da nicht sein zweites Tor machen. Und dann kommt die Concordia. Zieht hier diesen Freistoß fast im 16er. Kapitän Saklam legt sich das Leder zurecht. Und dann nickt da einer ein, das ist Atuk, der erwartet Nachwuchs. Aber bevor es den gibt, gibt es hier erstmal den Anschlusstreffer in der 76. Was für ein Traumfreistoß, auf den Kopf gemalt. Und Atuk dann im Stile eines Mittelstürmers mit dem Anschlusstreffer. Kurslack ganz so offen, dieser Pass in die Schnittstelle darf so niemals passieren.
Aber Giese entschärft die Situation. Das Spiel brennt wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt. Concordia will mit allen Mitteln den Ausgleich. Dann dieser Freistoß weit weg vom Kasten entfernt. Da hält einer die Birne hin und dann steht es 3:3. Soleimani bringt das Ding im Gehäuse unter und das ist so gut gemacht. Er ist so weit weg vom Tor. Fast am Rande des 16ers, aber der Ball unhaltbar für Giese und sie wollen dann noch mehr, die Concordia. Dann dieses Foulspiel von Mankumbani und es gibt tatsächlich den Elfmeter für die Concordia. Mehr Spannung geht einfach nicht. Saklam läuft an und dann steht es hier 4:3 für die Gäste. Was für eine Aufholjagd in der Nachspielzeit macht die Concordia das 4:3 und sichert sich hier die 3 Punkte, den Sieg und eine richtig dicke Portion Mentalität war hier vonnöten, um das Ding nach Hause zu bringen. Bärenstark, erleichterte Gesichter bei den Gästen nach diesem Triumph. Ja, in der ersten Halbzeit hat man das eigentlich gesehen, was wir vorgenommen hatten. Eigentlich, wir wollten kompakt stehen, wir wollten tiefen Bälle suchen. Wir wussten ja, dass es eine spielstarke Mannschaft ist, dass sie auch viel über Zentrum kombinieren. Wir wollten halt versuchen, halt ihr Spiel im Zentrum kaputt zu machen und dann halt schnell nach vorne zu kommen. Das hat eigentlich recht gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Dann wussten wir zur zweiten Halbzeit, was passieren kann. Ja, dann haben wir auch gesehen, was passiert ist in der zweiten Halbzeit. Ja, da fehlt uns einfach die Mentalität, die ja, Geilheit, das Spiel zu gewinnen, mit nach Hause zu nehmen, wenn man es mit 2 Toren führt. Wir sind eigentlich auch eine starke Mannschaft, aber das ist jetzt schon das 3. Mal, dass wir so ein Spiel einfach hergeben. Sasel, Hinspiel gegen Cordi führen wir auch mit 2 Toren. Spielen wir zwar 2:2, verlieren das Spiel fast am Ende, auch in dem Hinspiel schon 11 Meter gehalten. Heute machen die da den 11 Meter und gewinnen das Spiel. Ja, wer so zurückkommt, hat auch verdient, am Ende das Spiel zu gewinnen halt, ne? Eine epische Aufholjagd ist noch untertrieben. Die Concordia mit verdientem Jubel.